Laut aktuellen Hochrechnungen sind Sie im Landtag. Wie sicher sind Sie, dass Sie für die nächsten 5 Jahre planen können? Ich glaube, es schaut sehr gut aus und wir dürfen sehr zuversichtlich sein, dass wir einen Schwung Erneuerung, Reformen und mehr Kontrolle und Transparenz nach Niederösterreich bringen dürfen. Wie zufrieden sind Sie mit dem Wahlergebnis? Sehr. Es ist uns vom Start weg gelungen, hier einzuziehen. Und an der Stelle muss ich auch mal Danke sagen an alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher, die uns das Vertrauen geschenkt haben und auch an unsere eigenen Leute, die den Mut gehabt haben, da so kraftvoll und tätig mitzuarbeiten. Das Wahlziel, die absolute der ÖVP zu brechen, haben Sie nicht geschafft. Was sagen Sie dazu oder wo sehen Sie die Gründe dafür? Ja, man sieht einfach, Niederösterreich ist ein über Jahrzehnte gewachsenes Machtsystem. Das System versucht sich wirklich zu beharren. Und man hat schon gesehen, wie viel Geld hier in diesen Wahlkampf gesteckt worden ist. Und das ist natürlich schwierig, das aufzubrechen. Aber wir bleiben dran. Und Sie sind zufrieden mit dem Wahlergebnis? Ich kann zufrieden sein, ja sehr. Okay. Danke.